Herzlich willkommen, liebe Zuhörer an den digitalen Endgeräten in Hamburg und möglicherweise auch in ganz Deutschland. Mein Name ist Hartmut Koch, ich bin leitender Oberarzt in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf-Hals-Chirurgie hier im Krankenhaus und möchte heute Abend in diesem Webinar über Kopf-Hals-Tumore sprechen. Wenn Sie Interesse haben und Fragen stellen wollen während der Fortbildung, dann dürfen Sie gerne im Chat mir schreiben. Ich werde das parallel lesen und entweder dann gleich oder zum Ende der Veranstaltung beantworten. Dann fangen wir doch gleich an. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, welche Ursachen der Kopf-Hals-Krebs hat, welche Häufigkeiten und wie man ihn möglicherweise verhindern kann. Dann welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Dabei vor allem der Fokus auf der robotergestützten Chirurgie, die wir hier in Altona als hochmodernes Verfahren, als eine der wenigen Kliniken in Hamburg und auch deutschlandweit betreiben und wie wir die Zukunftsaussichten für Patienten sehen, die an Kopf-Hals-Tumoren erkrankt sind. Das ist ein Muss, es gibt hier keinen Interessenskonflikt und diese Präsentation ist bitte nur für diesen Zweck hier zu nehmen und nicht anderweitig einzusetzen. Wenn wir von Kopf-Hals-Krebs sprechen, welche Region meinen wir denn? Für die Laien unter uns, der Schlund wird eingeteilt in drei Etagen. Das ist einmal hier oben der Nasopharynx, der obere Schlund, dann der mittlere Schlund. Wenn man in den Mund schaut, vorm Spiegel und das Zäpfchen sieht, das ist der mittlere Teil des Schlundes und dann der tiefe Anteil des Schlundes neben dem Kehlkopf. Hier mal ein Beispielbild von einem Patienten, der sich bei uns vorstellte, mit einem Geschwulst des Zäpfchens und im Übergang der zur linken Mandel. Hier nochmal die Aufsicht von vorne. Das Bild kennt man, wenn man vielleicht mal in den Spiegel geschaut hat. Das Zäpfchen, die Mandeln, dann hier die Wangenschleimhaut, das ist der weiche Gaumen, der harte Gaumen, da hinten ist die Rachenhinterwand. Hier von vorne nochmal aufgezeigt, die Zungengrundmandel, die Gaumenmandel, die Zunge an sich und hier der Kehldeckel. In all diesen Regionen kann ein Tumor entstehen und zu unterschiedlichen Beschwerden führen. Zu den Kopf-Hals-Tumoren gehören natürlich auch die Kehlkopfgeschwulste. Hier aufgezeigt, auch in drei Etagen eingeteilt, der Bereich oberhalb der Stimmlippe mit dem Kehldeckel und der seitlichen Verschiebeschicht hier, dann die Stimmlippenebene selbst und der Bereich unterhalb der Stimmlippe. Auf diesem Bild kann man gut erkennen, dass der Atemweg und der Speiseweg zunächst gemeinsam sind und auf Höhe des Kehlkopfes sich dann trennen. Die Funktion des Kehlkopfes ist es nicht nur, die Stimme zu bilden, sondern eben auch beim Schlucken den Atemweg zu verschließen, dass die Speise oder das Getrunkene nicht in die falsche Richtung läuft. Welche Ursachen haben diese Kopf-Hals-Tumore? Als allerwichtigste Ursache ist zu nennen der chronische Nikotin- und Alkoholkonsum. Das, glaube ich, weiß jeder. Hinzu kommen schlechte Mundhygiene, eine Mangelernährung, vitaminarme Ernährung, befördern die Bildung von bösartigen Erkrankungen. Patienten, die ein geschwächtes Immunsystem haben, möglicherweise aufgrund einer anderweitigen Grunderkrankung oder eben weil sie immunsuppressive Medikamente nehmen müssen bei Autoimmunerkrankungen. Etwas neuer, aber heutzutage auch schon in der klinischen Praxis berücksichtigt, sind Patienten, die eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus aufweisen. Eine weitere Gruppe findet sich in der Gynäkologie. Bei den Frauen ist der Gebärmutterhals, der aufgrund dieses Virus häufiger Entartungen zeigt. Genauso kann das auf der Mundschleimhaut bei Männern und Frauen auftreten, die sich mit diesem Virus infiziert haben. Keine Sorge, das betrifft nicht jeden Patienten, der dieses Virus hat. Die meisten haben es und das Immunsystem kommt damit zurecht und es heilt folgenlos aus. Dennoch begünstigen Infektionen mit dem HPV-Virus die Bildung von bösartigen Geschwulsten auf der Schleimhaut. Es gibt natürlich noch Tumore anderer Herkunft, beispielsweise der Speicheldrüsen oder auch der Haut im Kopf- und Gesichtsbereich. Und es gibt Tumore von hormonbildenden
Organen, auch am Kopf und Hals. Ich hatte es schon angesprochen, die Hauptnoxe ist der Tabakrauch, der, wie wir ja alle wissen aus den Bildern und wenn wir abends mal durch die Kneipen ziehen, in Verbindung mit reichlich Alkoholgenuss dann stattfindet. Und dabei ist zu wissen, dass gemeinsam konsumiert Alkohol und Tabak ein synergistischer Effekt entsteht und die siebenfache pathogene Wirkung sich zeigt. Hier sind mal beispielhaft so ein paar Bestandteile des Zigarettenrauchs aufgeführt. Wenn Sie sich das so durchlesen, das klingt alles nicht besonders freundlich. Das Terpentin verwendet man ja gerne, um Farben zu verdünnen als Lösungsmittel oder hartnäckige Klebereste an der Tür mal abzumachen. Das Naphthalin wurde regelhaft in Mottenkugeln verwendet. Und hier Arsen hat noch jede Schwiegermutter ins Grab gebracht. Fast 10 Millionen Menschen weltweit sterben jährlich an den Folgen des Rauchens. 10 Millionen. Der Anteil der Raucher sinkt, allerdings steigt die Zahl der Weltbevölkerung, sodass sich die absolute Zahl fast gleich hält. Das Rauchen ist ein Phänomen vor allem der ärmeren Länder. Beispielsweise rauchen in Serbien 33%, in Deutschland sind es aktuell 22%. Man kann sich vorstellen, dass die Kosten des Gesundheitssystems und auch der Produktivitätsausfall aufgrund des Rauchens immens sind. Und wer dachte, na, dann steige ich halt um von der konventionellen Zigarette auf die E-Zigarette, der hat sich getäuscht. Auch da ist es bereits nachgewiesen, dass die E-Zigaretten massiv gesundheitsschädlich sind und dass sich vor allem insbesondere neue Erkrankungen zeigen, die bisher noch kaum erforscht sind. Hier sehen Sie eine Übersicht vom Zentrum für Krebsdaten. Nur damit Sie einen Eindruck bekommen, wie viele Patienten betrifft es denn so pro Jahr, pro 100.000 Einwohner in Deutschland. Und das ist doch interessant. Also 2015 waren das über 4.000 Frauen und fast 10.000 Männer. Und das sieht man auch in den Folgejahren. Der Anteil der Frauen nimmt leicht zu, der Anteil der Männer nimmt etwas ab. Aber letztlich betrifft es doch eine ganze Menge von Leuten. Und wer dachte, naja, da habe ich mal einen Krebs und der wird dann schön geheilt, der irrt sich. Gerade diese Kopf-Hals-Tumore sind, weil sie häufig auch recht spät erst erkannt und therapiert werden, sehr hartnäckig. Hier an den Zahlen, in den letzten beiden Zeilen sieht man die Überlebensrate der Patienten nach 5 Jahren und nach 10 Jahren. Und da kann man ablesen, also nach 5 Jahren leben noch 56% der Frauen und 42% der Männer. Und nach weiteren 5 Jahren sind es noch 42% für die Frauen und gerade mal 28% der Männer. Die Verteilung der Tumore in den einzelnen Etagen des Atem- und Speisewegetraktes zeigt sich folgendermaßen. Sie erinnern sich nochmal an die Folie ganz zu Beginn. Also in dem mittleren Teil des Schlundes finden sich 33% der Tumore bei den Frauen. Bei den Männern sind es 40. Das ist eigentlich mit Abstand die häufigste Entität, die wir so sehen. Mundhöhle und Lippe macht nochmal einen großen Teil bei den Frauen insbesondere aus. Und dann der tiefere Schlund und die sonstigen Regionen sind eher selten anzutreffen. Mit welchen Symptomen stellen Sie Patienten sich bei uns oder bei Ihrem Hals-Nasen-Ohrenarzt? Das ist eigentlich die erste Anlaufstelle, die Kollegen in der Praxis vor. Das sind Schluckbeschwerden, die können anfänglich relativ diffus sein. Ja, das zieht so ein bisschen im Hals, aber ich kann das gar nicht genau lokalisieren. Schluckschmerzen sind ein häufiges Symptom. Dann denkt man erstmal, na, ich habe mir eine Mandelentzündung oder eine Erkältung zugezogen. Ganz typisch sind Schmerzen, die ins Ohr ausstrahlen. Dann schaut man in die Ohren und sieht aber eigentlich überhaupt keine Veränderung. Das ist alles regulär, findet aber in der Spiegeluntersuchung, also mit einem Endoskop, schaut man den tieferen Schlund und die seitlichen Rachenwände an und sieht, oh, da ist ja irgendwie eine Veränderung, die dort nicht hingehört. Ein Fremdkörpergefühl kann sich zeigen, wie so ein Kloß, der nicht hoch und nicht runter geht. Patienten mit Luftnot und oder Heiserkeit, das ist auch immer hochsuspekt. Jede Heiserkeit, die länger besteht als 14 Tage, bitte merken und dann auch entsprechend danach vorgehen, sollte abgeklärt werden durch einen Hals-, Nasen- und Ohrenarzt.
weiteres Symptom bei gar nicht so wenig Patienten, häufig das erste Symptom ist, dass sie eine Schwellung am Hals feststellen. Die ist häufig schmerzlos, habe ich mir nicht viele Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie ist sie nicht mehr weggegangen. Ne? Auch da etwas, was jetzt so aus der Luft heraus einfach entsteht und nicht kleiner wird, nach spätestens 14 Tagen, bitte zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, kann man mit dem Ultraschall einmal feststellen, ist das ein Lymphknoten oder kommt das irgendwo anders her, und dann werden die Patienten in die Klinik verwiesen sonst. Ne? Ganz allgemeine Symptome bei bösartigen Erkrankungen sind Nachtschweiß, wenn man dreimal in der Nacht das Bettlaken wechseln muss, weil es richtig vollgesogen ist, Abgeschlagenheit oder aber auch ein nicht gewollter Gewichtsverlust. Das sagt man so, na, 10% in den letzten 3 Monaten vom Ausgangsgewicht, das ist auf jeden Fall auffällig. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor grundsätzlich für die Vermeidung von Krebsentstehung ist die Ernährung. Der Herr Peto hat schon mal 2001 festgestellt, und das ist, gilt bis heute und wird auch in Zukunft immer gelten, die meisten Krebsarten sind eher vermeidbar als gut therapierbar. Unser westlicher Lebensstil beinhaltet eben auch diese Ernährung, auch wenn es ab und an mal lecker ist. Fett- und kalorienreich sind nicht unbedingt förderlich. Wohingegen 5 Portionen Obst und Gemüse täglich, ja, das sieht ja auch lecker aus, das Immunsystem stärken und zu einer Senkung der Entstehung von bösartigen Erkrankungen bis zu 70% führt. Wenn es nun mal jetzt dazu gekommen ist, dass ein Tumor entstanden ist, dann müssen wir überlegen, wie kann man dem Patienten helfen. Dazu werden grundsätzlich erstmal Untersuchungen angestellt, um zu sehen, welche Art von Tumor ist es, wo sitzt er, wie groß ist er, wie tief ist er gewachsen und gibt es von dem Tumor noch andere Ableger, sei es lokal in den Lymphknoten oder vielleicht schon als Fernmetastasen, als ferne Ableger in Lunge oder in Leber oder sonst irgendwelchen Organen. Dazu machen wir in der Regel eine Erstuntersuchung in Vollnarkose, nehmen ein kleines Stück des Gewebes des Betreffenden heraus, lassen es untersuchen vom Pathologen, dass er uns bestätigt, ja, euer Verdacht hat sich leider bestätigt. Und darüber hinaus machen wir Schnittbilder, sei es als Computertomogramm oder als MRT. Dann hat man eigentlich ein allumfassendes Bild, mit dem man dann in die interdisziplinäre Tumorkonferenz geht. Da sitzen die Fachleute der unterschiedlichen Fachrichtungen, die an einer Tumorbehandlung beteiligt sind, wie zum Beispiel die Onkologen oder auch Strahlentherapeuten. Dort besprechen wir die Fälle und dann wird individuell für jeden Patienten das beste, auf ihn zugeschnittene Therapiekonzept entwickelt, insbesondere unter Berücksichtigung seiner Nebenerkrankungen, seines Alters und sonstigen Gebrechen, auch seines Willens natürlich. Die Therapie stützt sich auf 3 Säulen. Das ist in den allermeisten Fällen primär eine Operation mit dem Ziel, den Tumor vollständig zu entfernen und die Lymphabflusswege in den entsprechenden Bereichen mit zu entfernen. Dabei kann es notwendig sein, je nach Größe und Ausdehnung des Tumors, dass zusätzlich eine Strahlentherapie stattfinden muss, als adjuvante Therapie, so nennt man das. In manchen Fällen, oder auch wenn der Patient sagt, eine Operation kommt für mich nicht in Frage, kann man alternativ zunächst eine Strahlen- und Chemotherapie in Kombination machen. Die läuft über 6 Wochen ab. Der Patient wird 5-mal die Woche bestrahlt und kriegt zeitgleich nach einem bestimmten Protokoll Chemotherapeutika, um das Gewebe und die Zellen empfänglicher für die Strahlentherapie zu machen. Und als letzte Instanz, wenn der Patient möglicherweise schon zu lange gewartet hat, bevor er zu uns gekommen ist oder schon so alt und gebrechlich ist, dass er keine andere Therapie mehr erfahren kann, dann bleibt letztlich nur die palliative, also nicht mehr heilende Therapie, um den Verlauf abzubremsen oder zu lindern. In unserem Haus gibt es seit 2017 einen Operationsroboter, der nennt sich Da Vinci. Das ist das neueste System, das aktuell auf dem Markt ist von dieser Firma. Mit dem System operieren die Gynäkologen, die Viszeralchirurgen, die Urologen und eben wir als Kopf-Hals-Operateure. Und das Besondere daran ist, dass man
auf sehr kleinem Gebiet durch die Mundhöhle eine sehr gute Auflösung in 3D mit zehnfacher Vergrößerung hat. Tumore werden erreicht, die früher durch die Mundhöhle nicht erreicht werden konnten, um sie sicher zu entfernen. Das heißt also, es müssen weniger Patienten über den Hals, das ist der alternative Weg, operiert werden, sondern können besser über die Mundhöhle operiert werden. Wir haben gewinkelte Instrumente, mit denen wir bis zu 540 Grad die Richtungen ausloten können, sodass wir auch in der Tiefe Tumore absetzen können. Das System filtert und übersetzt die Handbewegungen des Chirurgen. Also wenn ich einen Zentimeter mich bewege, dann bewegt sich der Arm am Patienten nur 0,1 Zentimeter. Außerdem, wenn ich zu viel Kaffee getrunken habe morgens, dann filtert er auch die Zitterbewegungen raus. Und wir operieren mit elektrischen Instrumenten, sodass wir sehr blutarm operieren können. Als Fazit, das jetzt schon mal so mitgenommen, Sie werden gleich nochmal das System im Einzelnen kennenlernen, auch ein kleines Video sehen. Es ist ein sicheres Verfahren. Es ermöglicht uns, mehr Patienten minimalinvasiv über die Mundhöhle zu operieren. Wir haben eine bessere Erreichbarkeit der Tumore und aufgrund der sehr guten Visualisierung haben wir eine höhere Qualität. Der Roboter besteht aus drei Komponenten. Was Sie hier jetzt sehen können, ist der Teil, der direkt am Patienten ist. Der wird, wenn der Patient intubiert ist, also den Beatmungsschlauch hat, wenn der Mundsperre eingesetzt wird oder ist, fahren wir diesen Teil an den Patienten heran. Und dann werden diese Operationsarme so eingestellt, dass wir einen optimalen Zugangsweg haben und dann werden die einzelnen Instrumente eingesetzt. In der Kopf-Hals-Chirurgie nutzen wir letztlich nur drei Arme. In der Mitte ist immer die Optik und die beiden anderen Arme tragen unterschiedliche Instrumente. Sie können sich vorstellen hier, wie viele Gelenke das System hat. Also das zeigt eben auch die Freiheitsgrade, die wir dadurch erreichen können. Hier nochmal so ein Arm in größerer Aufnahme. Zweite Komponente ist eigentlich das Herzstück, da ist der Rechner drin, da sind die schneidenden, stromgebenden Instrumente drin. Hier über diesen Bildschirm kann der Assistent, der am Kopfende des Patienten sitzt, die Operation mitverfolgen und entsprechend reagieren, wenn er was zu tun hat. Dritte Komponente ist hier die Chirurgenkonsole. Hier sieht man mich sitzen mit schlechter Kopfhaltung. Und ich schaue quasi über die Optik in den Patientenhals und steuere die Arme des Computers über diese Handstücke. Da wird Mittelfinger und Daumen durchgesteckt und dann kann man die Instrumente mit feinsten Bewegungen steuern. Hier unten sieht man noch Pedale, damit kann ich die Kamera einmal bewegen und Strom auf die Instrumente geben. So sieht das aus, wenn der Patient in Rückenlage bereits eingestellt ist, der Mundsperrer sitzt und wir, man nennt es Docking des Roboters, also er wird an den Patienten herangefahren und eingestellt. Das ist manchmal etwas diffizil, weil man sich vorstellen kann, bei der Enge der Mundöffnung in einen tieferen Bereich des Schlundes vorzudringen, muss es durchaus optimal eingestellt sein. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Das sieht etwas martialisch aus, Sie müssen sich aber immer wieder vor Augen führen, wenn das hier funktioniert, dann spart man sich zumindest für die Entfernung des Tumors hier einen großen Schnitt am Hals und die Eröffnung des Schlundes von außen, was natürlich zum einen eine längere Operationszeit mit sich bringt und ein erhöhtes Risiko auf dem Weg zum Schlund hin zu präparieren, etwas zu verletzen, was nachher nicht zu reparieren ist. Zum Verständnis. Trotz der Entfernung des Tumors über den Roboter kann es sein, dass wir am Hals einen Schnitt anlegen müssen, um die Lymphabflusswege, also die Halslymphknoten, die entlang der Halsgefäßscheide sich finden, zu entfernen. Diese Operation ist allerdings im Vergleich zu einer Eröffnung des Schlundes von außen deutlich weniger risikoreich. So sieht das dann aus, wenn der Patient fertig eingestellt ist und die Instrumente vor Ort angebracht sind. Das ist hier unser Assistent, der sitzt am Kopfende, ein ganz wichtiger Mann, weil er dem Chirurgen in der Konsole, der ja letztlich nur das Bild von innen sieht,
Rückmeldung gibt, pass auf, du kommst mit dem Arm Nummer 3 relativ nah an die Zähne oder die Instrumente berühren sich, das müssen wir nochmal verändern. Außerdem saugt er den Schmauch ab und Blut und kann immer wieder eingreifen, wenn irgendwie etwas sein sollte. Jetzt folgt ein Video von einem Patienten, den wir bei uns operiert haben. Das ist noch ganz frisch eigentlich. Der hatte einen großen Tumor an der Mandel. Ich werde das zwischendurch mal stoppen, dann kann man das vielleicht nochmal zeigen. Ja, warte mal. Ja, also hier ist das Zäpfchen zu sehen. Hier ist der vordere Gaumenbogen und dann der Mandelbereich. Der Tumor erstreckt sich von der Mandel über den Zungengrund. Und hier können Sie sehen, wie wenig das Gewebe blutet. Das ist eine sogenannte bipolare Pinzette, mit der kann man Gewebe veröden. Und das nennt sich hier monopolares Messer. Also auch hier rüber fließt Strom und während des Schneidens wird das Gewebe bereits verödet. Wir mussten hier etwas mehr Gewebe mit wegnehmen, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem Tumor zu gewinnen. Erst dann kann man davon sprechen, dass der Tumor vollständig entfernt ist. Hier sehen Sie dann schon Fettgewebe aus den seitlichen Halsweichteilen. Jetzt kommt hier gleich ein etwas größeres Gefäß. Das ist nämlich das Schöne. Man kann das dann kombinieren auch mit einem Vorgehen durch den Mund. Also ein größeres Gefäß würde man immer versuchen, auch mit kleinen Metallclips zu verschließen, um noch sicherer eine Nachblutung zu verhindern. Ja, genau, jetzt kommt hier der Clip. Ja, das passiert natürlich auch mal, dass durch das Clippen dann das Gefäß verletzt wird. Das konnten wir dann gleich stillen. Und dann setzen wir nochmal zwei weitere, einfach um die Sicherheit zu haben, dass es hier nicht nochmal rausblutet. Ein Risiko ist nämlich, das darf man auch nicht leugnen, die Nachblutung. Man hat ein relativ großes Wundgebiet im Hals, da kann man schlecht ein Pflaster drauf machen, man kann es auch nicht zunähen, also es ist eine offene Wundheilung und es bildet sich ein Wundschorf. Möglicherweise hat der ein oder andere von Ihnen ja die Mandeln schon mal entfernt bekommen. Das Ganze muss von unten und von der Seite zuheilen, das dauert. Und wenn sich der Wundschorf zu früh löst, kann es auch mal zu einer Nachblutung kommen. Jetzt gehen wir von der seitlichen Gaumenwand über die Mandel in Richtung Zungengrund, den wir hier auch sehr schön blutungsarm mit einer wunderbaren Übersicht entfernen können. Und dann war der Tumor gelöst. Der wird hier entfernt. Auch dieses Gewebe wird dann auf Kork aufgepinnt. Wir bezeichnen die Richtungen rechts, links, oben, unten. Dann kann der Pathologe uns später sagen, ja, ihr habt den Tumor vollständig entfernt und im besten Falle die Abstände zum Geschwulst waren ausreichend weit, sodass wir davon ausgehen können, dass da kein Rest verblieben ist. Das ist extrem wichtig, sonst kann man sich die Operation sparen. Die Limitationen der Robotik, selbst die neueste und beste Technik, hat natürlich immer noch Verbesserungsansätze. Zum einen, auch mit diesem System kann man nicht alle Tumore über die Mundhöhle erreichen. Jeder Patient ist anders, eine kleine Mundöffnung, ein nicht nach hinten legbarer Kopf, ein kurzer Hals, große Zähne, das sind alles Kriterien, die es uns schwer machen, als Chirurgen überhaupt in diese Region vorzudringen. Diese Patienten müssen dann weiterhin von außen operiert werden. Sollte der Tumor an der seitlichen Schlundwand zu tief in Richtung Halsgefäßscheide vorwachsen, ist das Risiko einer Entfernung mithilfe dieses Roboters zu groß, weil man Halsgefäße verletzen könnte und die Blutung dann kaum zu kontrollieren ist. Da würde man in jedem Falle ein Vorgehen von außen oder kombiniert innen-außen anstreben. Häufig hinterlässt so eine Tumorentfernung natürlich auch einen größeren Defekt. Und der Defekt bedeutet, dass ein Funktionsverlust da ist. Das Schlucken und auch das Atmen müssen für den Patienten so wiederhergestellt werden, dass er eine vernünftige Lebensqualität hat. Deshalb müssen wir nicht so selten Gewebe aus anderen Körperbereichen, von der Brust, vom Unterarm oder vom Oberschenkel, in diesen Defekt einbringen.
Und diese Lappenplastiken lassen sich relativ schwer mit dem Roboter kombinieren. Ganz strukturell gibt es natürlich das Problem, dass diese Roboter in Deutschland zumindest noch nicht flächendeckend verfügbar sind und es einzelnen Zentren vorbehalten ist, damit zu arbeiten. Also es ist noch nichts, was alltäglich im deutschen Patientenleben angekommen ist. Und man muss natürlich sagen, es bringt auch nichts, nur diesen Roboter zu haben, sondern man muss eine Infrastruktur drumherum haben, ein vernünftiges Anästhesie-Team, eine gute Intensivstation, gute Schmerztherapeuten, gutes Pflegepersonal, gute Assistenzärzte, um vernünftig mit dem Gerät arbeiten zu können. Wie sehe ich die Zukunft oder wir? Die Robotik und die Automatisierung werden weiter voranschreiten, also auch in der Medizin ganz sicher. Die Systeme werden immer genauer werden, die Operationen werden minimal invasiv, die Liegezeiten der Patienten sollen kürzer werden, man wird eine gleiche oder höhere onkologische Qualität erreichen und im besten Falle wird die Sterblichkeit aufgrund dieser Operation weiter sinken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß und haben was gelernt dabei. Gerade im letzten Bild können wir das nochmal haben. Da sehen Sie unser Krankenhaus, so wie es momentan noch dasteht, ne? Als letzte Bastion hier vor der Elbe. Und vielleicht hat der eine oder andere es gelesen. Es ist ja ein Neubau geplant für das AKO Altona. Durch Corona wird es sich wahrscheinlich verzögern, aber ich glaube, ursprünglich war mal gesagt, 2026 soll es fertig sein. Würde mich freuen, wenn Sie spätestens dann alle mal zu uns kommen und sich das Gebäude anschauen und vielleicht auch mal einen Blick auf den Roboter werfen. Haben Sie Fragen? Der Chat zeigt hier relativ wenig Aktion. Wir vielleicht noch mal so ein paar Zahlen. Wir operieren im Durchschnitt so einmal die Woche mit dem Roboter. Wir sehen, dass das Programm hat 2017 hier gestartet, lief ein Jahr, dann gab es eine Pause, weil der damalige Chirurg das Haus verlassen hat. Und seit September 2019 wurde ich auf das System geschult mit einem Kollegen zusammen. Und seit September haben wir jetzt gute 38 Patienten damit operiert. Also doch, da ist einiges im Gange. Ja, dann, wenn keine Fragen sind, wünsche ich allen noch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder auf diesem Wege sehen. Tschüss!